Vlog und wir sind heute schon bei Tag 3. Heute schon der erste Advent, Leute. Noch 3 Wochen, dann ist endlich Weihnachten. Ich freue mich schon. Und wir sitzen hier gerade alle in der Küche und haben gefrühstückt. Ich habe mir schon meine Ei gekocht. Ja, ich habe schon gegessen. Ich habe mir ein Spiegelei gemacht und ein Brötchen gegessen, weil ich auch schon vor der Kirche noch was gegessen habe. Und ich wollte Plätzchen backen mit Michelle und ihrem mit Toni. Ich bin wirklich sehr faul, auch manchmal was Backen angeht, außer bei Zimtschnecken. Die muss ich bald auch mal machen mit Michelle. Das können wir auch für euch so Heimprotein machen. Ja. Und ich habe eine Backmischung für meine Plätzchen geholt. Ich bin wirklich die faulste Person, die man kennenlernt auf der Welt. Also Leute, ja, man braucht halt die Backmischung, dann eigentlich 250 Gramm Butter, aber wir haben jetzt nur 225 Gramm, weil wir das letzte schon für unsere Cookies benutzt haben. Und wir brauchen 2 Eier, weil wir haben 2 Backmischungen, eigentlich brauchen wir nur 1 Ei. Ich bin übrigens noch am Frühstücken. Ich helfe aber nicht mit. Ich wollte schon anfangen, ich bin sehr ungeduldig, was das angeht. Ja, zuerst kommt die Backmischung natürlich rein, ne? Das sind so Schokoplätzchen, die sehen so lecker aus auf der Verpackung. Da würde ich die nachmachen. Leute, ich habe mir übrigens gestern meinen Adventskalender geschenkt. Ja, diesen hier. Von Kiehl's. Endlich. War der wieder verfügbar? Sonst hätte ich mir diesen von Beoderm oder wie das heißt. Ist der von Kiehl's? Bestellt, ja. Vielleicht ist er deine Augen drin. Ja, die ist da drin. Ja, dann brauchen wir so einen kleinen Format. Ja, das ist das, was 30 Euro kostet, glaube ich. Also hat sich das schon gelohnt, weil das ja länger auf meiner Wunschliste ist. Auf jeden Fall, ja, mache ich in... Wann wird das ankommen? Tag 6 oder Tag 7? Dann mache ich halt 7 Türchen auf einmal auf. Ist ja schon fast wie Weihnachten. Also Leute, das ist sehr viel Backmischung. Also auch sehr viel Teig. Mal schauen, was man... Nicht du. Achso. Also hier haben wir Butter. Ich denke mal, die ist weich genug, oder? Die ist weich. Da stand weiche Butter. Und auf der Verpackung ist das auch so in so Stückchen. Ja. Aber ich schneide die. Der Mixer, der macht das schon. Der mixt das schon, so wie es wollen. Also das jetzt das ganze Stück muss sein, aber ich schneide das ein bisschen so in. Das sieht jetzt so aus. Sehr viel. Als nächstes kommen die Eier. Kannst du auch anfangen, vielleicht mal kurz so? Das ist die Lotuscreme. Ach, ja? Ja. Wo? Die steht da irgendwo. Die steht hier hinten. Boah, weißt du, was auch geil wäre, Sarah? So Zimtschnecken mit Lotuscreme. Ja, können wir machen nächstes Mal. Ja. Also ich bin hier so in der Familie Zimtschneckenbäckerin, oder? Ja. Und die sind alle sehr dankbar dafür. Man soll das mit solchen Dingern mixen. Echt? Ja, hier steht hier drauf. So, Knethaken sind das. Hm. Also direkt 2 Portionen da reingeschmeißt. Ja. Dann kann das sieht so lecker aus. Dann kannst du das auch irgendwie... Das sind die Zuckerperlen. Ja. Perlen. Die Lampe wird jetzt... Hey, haben wir nicht noch so... Wir haben dann noch so Schrift, oder? Ja. So Zuckerschrift. Auf jeden Fall, ich mix das jetzt mal hier alles zusammen. Ich hoffe, es klappt alles. Ich glaube nicht so wie erwartet, Leute. Die Butter. Also die Butter will nicht. Hey, guck, wir haben noch Siegfuhl. Wir haben noch solche, so goldene. Und schwarze und so Sterne. Und dann haben wir das so Schrift. Och, Leute, das die Butter will nicht. Also sie will langsam, aber das wird ein. Kann da sonst nichts rein? Nein, nur noch Eier. 2 insgesamt. Willst du da rein tun? Ich hab schon Eier rein. Die sind irgendwo unten jetzt schon drin.
Nur die Butter möchte einfach nicht. Kann ich das machen? Kannst du auch schneller machen. Ein bisschen sauber, weil sonst kriegen die Ärger. Ich werde immer angemeckert, dass man überall immer Mehl ist, wenn ich backe. Die mögen mich nicht, wenn ich backe. Hm. Aber trotzdem essen sie es. Hm. Das sehe ich so semi hier, ne? Aber am Ende wird das gar nicht zusammenkleben. Ja. Ja, Leute, das war jetzt ein bisschen hier so ein Fail, muss man dazu sagen. Lass uns das doch so schmelzen. Ja, Leute, wir müssen jetzt wieder schmelzen. Weil es sieht gerade schlecht aus. Oh, halt mal kurz. Es sieht so aus. Jetzt holen wir das einfach professionell hier mit so einer Gabel raus. Auch wenn da schon ein bisschen Schoki dran ist. Die Butter ist jetzt geschmolzen. Hoffentlich geht es besser. Ich weine sonst, glaube ich. Ich versuche das jetzt ein bisschen mit meinen Händen zu verkneten. Ich stehe ja eh auf der Verpackung, dass man das... Handschuhe anziehen? Nee. Ja, sieht schon gut aus. Irgendwie, ich glaube... Was? Wird das nicht? Doch, aber der muss eh für halbe Stunde in den Kühlschrank. Oh, nicht an. Ich hab eher, Leute, ich hab so Angst, dass das so ein Fail wird. Also ich hab jetzt so einen Ball gemacht und ich mach noch so einen zweiten. Weil ich glaube, sonst ist das. Hast du Buchstabensuppe gekauft? Wie bitte? Hast du Buchstabensuppe gekauft? Ja, weil ich Lust drauf hatte, aber oh, dann habe ich sie an dem Tag nicht mehr gegessen. Also ich habe sie jetzt hier so schön. Sieht sie erst aus wie ein Ball. Jetzt kommt der. Sieht gut aus. Jetzt kommt der nächste Ball, der hoffentlich auch so zusammen bleibt. Wo hast du dieses Axe-Spray hingetan? Ist das in deinem Zimmer? Ja, ich suche das gleich. Ich muss gerade überlegen, wo ich das hinstecken. Ja. Sarahs Zimmer ist wirklich die Kammer des Schreckens. Ich tue meine Sachen immer irgendwo hin. Und wenn sie gebraucht werden, findet man sie nicht mehr. Ja. Was hast du letztens gesucht? Winterjacke. Ja, aber die war auf dem Dachboden. Ja, die hat aber irgendjemand in eine fucking Box getan. Und darüber noch eine Mülltüte gelegt. Mhm. Mhm. Willst du probieren? Was ist das? Lotuscreme. Arbeit verbracht. Nee. Vollbracht. Das, was ich sage. Nein. Das meinte ich mit dem, ich habe Angst, dass das Schlägerei. Weil eigentlich habe ich auch ein bisschen zu wenig Butter reingetan, so 25 Gramm. Hm. Die wollen man für das Restliche. Komm, tu den jetzt hier rein. Das riecht aber so lecker. Ja, es riecht halt nach Kakao. Wir zeigen dich auf jeden Fall, wenn der Teig fertig ist und wenn wir die dann weitermachen. Der will irgendwie nicht so teigen. Teigen. That's how it looks. Ich lasse euch erstmal so, dann seht ihr wenigstens irgendwas. Nee, Leute, das wird halt nichts, glaube ich. Ist das der, den du zuerst reingetan hast? Keine Ahnung. Es ist auch egal, weil die waren beide länger als 40 Minuten da drin. Oh nein, Maus. Ja, wahrscheinlich eh zu wenig Butter einfach. Ja, vielleicht muss man den einfach noch ein bisschen erstmal kneti-kneti machen. Teig. Boah, das riecht so lecker. Ich könnte da jetzt reinbeißen.
Versuch Nummer 2. Ich guck nur, ob ich überhaupt rausstechen kann, ohne dass das auseinanderfällt. Bestimmt. Was? Achso, das ist ein englischer fast ein Stern. Also, es hat bis jetzt so semi. Egal, wir machen einfach das, was geht. Das fällt auch nicht so auseinander, Leute. Ja. Aber der ist wirklich hart. Das ist jetzt der Zwischenstand. Und wir haben jetzt so Herzen gemacht. Wir haben das letztes Jahr, glaube ich, auch gemacht, ne? Da haben wir auf die Herzen so unseren Namen drauf geschrieben. Ja. Ja, wir haben die Hoffnung, dass der hier ein bisschen besser halten wird, weil aus so einer riesigen Kugel kam jetzt nur 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja, weil die dick geworden sind, weil dünner. Ja, sonst halten die nicht. So, ich tue jetzt diese Vollmilchglasur hier rein in kochendes Wasser. Das muss jetzt da 10 Minuten bleiben. Und ich tue die erste. Ich habe Pflanzenöl jetzt einfach in meine Hände getan und laufen. Das ja. Ist ja schon viel besser. Das ist ein bisschen klebt, ne? Und ich tue schon mal die erste Ladung in den Ofen. Die müssen jetzt 8 Minuten drin bleiben. Also die erste Ladung ist jetzt ready. Die kommen jetzt raus. Die Schokolade ist auch ready. Und wie sieht's hier aus? Ja, jetzt kommt noch mal hier meine Ölfinger. Aber sieht schon gut aus, oder? Ja, besser als davor. Das sind die anderen. Die kommen auch gleich rein. Die sind auch nicht mehr so dick wie davor. Hast du dabei geredet? Mhm. Also Leute, die Plätzchen, also 2 Ladungen waren jetzt schon im Ofen. Die 3. Ladung kommt gleich rein. Und ja, Michelle ist hier am Plätzchen dekorieren. Ja, ich gehe richtig auf. Hier, Leute, oh, guckt euch das mal an. Wie ich habe da Sahne eigentlich hingeschrieben. Oh. Und hier sind die Plätzchen, die ich mitnehme. Und der Dolly macht. Sticht gerade noch ein paar aus und dann sind wir fertig und dann müssen wir erstmal aufräumen hier, ne? Ja! Wir haben hier jetzt einmal, das nehmen Doli und ich mit, zu Dolis Familie. Und das nimmt Sarah mit zu ihrem Friend. Ja, 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 ja. Also wir fahren jetzt los von mir. Sarah kommt mit. Wir fahren zu Doli nach Hause. Ich hoffe, man hört mich überhaupt. Wir haben jetzt die Ladung Plätzchen mitgenommen. Und wir essen gleich hoffentlich Nudeln. Oder irgendwas anderes. Aber ich tippe auf Nudeln mit Tomatensauce. Ich zeige euch das dann, falls ich es nicht vergessen sollte. Und heute Abend gucken wir einen Weihnachtsfilm. Oder läuft wieder Fußball? Fußball. Geil, also gucke ich alleine einen Weihnachtsfilm. Es ist richtig schönes Wetter und ich wollte eigentlich noch spazieren gehen, aber ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Weil Tonis Schwester ist da mit dem Neffen und deswegen bitte mach kein Blaulicht an, weil gerade das Krankenwagen an uns vorbeigefahren. Und dadurch, dass sie da sind, denke ich nicht, dass wir heute noch spazieren gehen. Aber es wäre schön. Weil es echt schönes Wetter. So, Friends, wir haben uns jetzt Pizza gemacht. Dann haben wir Mozzarella-Sticks. Dann so Baguettes mit Champignons. Aioli-Dip natürlich, beste. Dann diesen Dip für die Mozzarella-Sticks. Keine Ahnung, wer das ist. Toni isst das, aber ich esse das eigentlich nie. Eine leckere Pfeife. Und dann müssen wir noch einen Film aussuchen. Also ich wäre für Harry Potter, aber Toni hat noch nie Harry Potter geguckt, aber der ist auf jeden Fall nicht für Harry Potter. Und wie süß bin ich bitte? Ich habe Toni einen Adventskalender gekauft, weil ich mir eigentlich einkaufen wollte. Okay, jetzt habe ich mir 2 bestellt. Aber ist da nur Kinderschokolade, aber für die Leute, die Kinderschokolade lieben. Und ich habe einfach Blumen von seinem Neffen bekommen und der ist 4. Wie süß ist das denn bitte?
Wir haben uns jetzt dazu entschieden, den Film Drei Weihnachtsmänner und ein Baby zu gucken. Weil Andor einen Weihnachtsfilm gucken wollte und der hatte jetzt nicht so Lust, Harry Potter zu gucken.